Den Kampf um die öffentliche Meinung im Westen hat Russland verloren, obwohl wir von der Richtigkeit unserer Sichtweise überzeugt sind. Aber die gegnerische Seite hat den Kampf um die öffentliche Meinung in Russland verloren, also unentschieden. Weder Georgien noch Amerika ist es gelungen, Russland als Aggressor hinzustellen. Moskau für die Propagandaschlacht, zuallererst für die eigene Bevölkerung. Im Fernsehen, im Radio und in den Zeitungen. Information oder Verfälschung, jede Seite hat ihre eigene Version. Doch wer erlangt die Deutungshoheit? Вы знаете, что Россия присутствовала и присутствует на территории Грузии на абсолютно законных. Die Berichterstattung über den Krieg vor Ort wird sie vom Geheimdienst überwacht. Organisierte Touren für die ausländischen Medien. Die heimische Presse ist ohnehin gleichgeschaltet, aber Moskau will auch die Welt auf Linie bringen. Darum soll er sich kümmern, Moskaus Sprachrohr in diesem Krieg, das tägliche Pressebriefing. Anatoli Nogowizin ist stellvertretender Chef des russischen Generalstabes. Souverän verkündet er Moskaus Sicht der Geschehnisse. Die russischen Militärs haben dazugelernt. Anders als früher ist ihre Pressearbeit heute professionell. Die Ausweise georgischer Soldaten, die desertierten, sich ihre Führung verweigerten. Merke, nur Moskau führt in Ossetien einen gerechten Krieg. Und davon soll jeder überzeugt werden, selbst die Jüngsten unter den Kadetten der Armee. Kaum ist der Krieg beendet, da werden in Russlands Militärmuseum bereits die Trophäen präsentiert. Feldflaschen und Parkas aus amerikanischen Militärbeständen. Nicht die georgische Armee allein wurde besiegt. Hinter ihr verbarg sich Amerika mit seinen modernen Waffen. Noch ruhmreicher als gedacht ist der Sieg. Es bleiben noch die Militärs, die Attachés der NATO, die kritischen Beobachter. Nogowizin persönlich informiert sie über Moskaus Vorgehen in Südossetien. Einblick in Karten und Lagepläne wird gewährt. Doch die Welt hört eher auf das kleine Georgien. Wir Militärs wussten von Anfang an, dass wir Russen in der westlichen Presse wohl die Bösen sein werden. Wir hatten da keine Illusionen. Aber wir haben nichts unversucht gelassen, der Weltpresse zu vermitteln, was hier passiert ist. Mittlerweile ist wohl allen klar, wer die Kampfhandlungen begonnen hat, welche Ziele damit verfolgt und welche Mittel dabei eingesetzt wurden. Wir haben uns bemüht, sehr neutral und mit Kommentaren unsererseits sehr zurückhaltend zu sein. Wir waren uns bewusst, dass Widersprüche oder Unstimmigkeiten sofort von georgischer Seite ausgenutzt werden würden. Wir haben sehr präzise gearbeitet und niemandem ist es gelungen, uns Manipulation nachzuweisen. Auf breiter Front wird die russische Bevölkerung eingeschworen. Zinvadi, wir gehören zusammen, heißt es in großen Lettern. Und im Gegenzug, danke Moskau für eure Hilfe. An der Heimatfront läuft die Propagandamaschinerie auf vollen Touren. Mit düsteren Klängen wurde damals im russischen Fernsehen Stimmung gemacht. Und gleich zu Beginn des Krieges führen Moskaus Meister der Desinformation den Begriff Genozid, Völkermord, ein. Genozid
Der Begriff Genozid setzt den Versuch einer zielgerichteten Vernichtung eines ganzen Volkes voraus. Soweit ich weiß, lebten in Srinivali Angehörige von 18 Nationen, die alle gleichermaßen bombardiert wurden. Kann man da von einem Genozid sprechen? Das ist ein sehr gutes Stichwort, Genozid, wie viele andere Stichwörter auch. Also das reicht von ethnischer Säuberung bis hin zu Faschismus, Hitler-Vergleiche. Das ist ganz typische Vokabeln, die in diesen Konflikten verwendet werden, und zwar von allen Seiten. Es sind eben Vokabeln, von denen man weiß, dass sie entsprechende Signalwirkung gerade auch dem Westen gegenüber haben. Und sie werden eben verwendet, um die Gegenseite eben entsprechend negativ auch darzustellen. Der Krieg der Bilder und Worte. International hat ihn Russland verloren. Nur die eigene Bevölkerung hatte Moskau hinter sich. Georgien hat die Propagandaschlacht gewonnen, obwohl es den Krieg verloren hatte. In diesem ganzen Krieg gibt es eine klebrige Mischung aus Lüge und Wahrheit, Unterstellungen, Ideologie und Propaganda der verschiedenen Seiten. Wer sich ein objektives Bild machen will, könnte den Verstand verlieren. So sehr ist er dem Bombardement dieses Informationskrieges ausgesetzt. Wir haben gesehen, dass beide Seiten Spezialisten unter Vertrag genommen haben, um möglichst gute Public Relations zu machen. Es ist ein Propagandakrieg geworden, wie wir ihn ganz selten bis jetzt in dieser Form erlebt haben. Ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass die Propaganda im Negativen, aber auch die Informations- und Medienpolitik im Positiven Sinn ein ganz zentraler Punkt bei derartigen Einsätzen in Zukunft sein wird. Erkneti ist eines der kleinen georgischen Dörfer an der Grenze zu Südossetien. Genau hier hatte der Krieg Anfang August begonnen. Vor einigen Tagen kam Gia zurück. Gia ist Georgier. Das hier war mal die Küche, darüber war das Schlafzimmer. Alles kaputt. Geblieben ist ihm nichts. Und wie es weitergehen soll, weiß in Erkneti niemand. Srinivali liegt in Sichtweite, für Gia aber ist es unerreichbar. Aus Georgien sind die Russen abgezogen, in Südossetien aber haben sie ihre Militärpräsenz sogar noch ausgebaut. Für Gia ist Ossetien jetzt ein fremdes Land. Im Garten hinter seinem zerstörten Haus sitzt Gia mit seiner Familie. Es war nicht ihr Krieg. Losgetreten hat ihn Georgien. Schuld am Krieg haben beide, Russland und Georgien. Doch genutzt hat er letztlich nur Russland, dessen Sicherheitsinteressen und Einflusssphären von der Welt auf einmal respektiert werden. Wir verlangen nicht, dass man uns liebt. Wir erwarten aber sehr wohl, dass man uns mit Achtung begegnet. Russland hat ein Anrecht auf seinen Status in der internationalen Gemeinschaft und auf die Durchsetzung seiner Interessen. Und uns bezeichnet man jetzt als Okkupanten. Das können wir nicht akzeptieren. Die Russen haben eine Botschaft an den Westen geschickt. Guckt mal, was wir mit eurem Liebling Georgien machen. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Die Botschaft an Zentralasien und die Anrainer des Kaspischen Meeres ist, vergesst eure alternativen Energierouten. Und schließlich die Botschaft an alle anderen Nachbarn, guckt euch an, was passiert, wenn man zu viel Unabhängigkeit will. And too much independence is punishable this way. Ich glaube, einen wirklichen Gewinner gibt es nicht. Georgien hat verloren, hat an Reputation, aber auch an Standing als ein Staat, der sich dem Westen annähert, verloren. Saakaschwili hat in seiner Position deutlich verloren. Russland hat verloren, weil es überreagiert hat. Die NATO hat verloren, weil sie nicht so reagieren konnte, wie man es erwartet hat. Sie ist in sich eigentlich weitgehend zerbrochen. Ich sehe als einzige Macht, die einen Gewinn hat, die Europäische Union, die sehr schnell reagiert hat. Und ich hoffe, dass dies die Rolle Europas weiter stärken wird. Fünf Tage im August.
Aus einem vergessenen Konflikt am Rande Europas wird über Nacht Krieg. Ein Krieg, den so niemand für möglich gehalten hätte.